Liebe Fans von Ostsachsen TV, wir sind hier live auf der Leipziger Buchmesse 2019. Natürlich sind wir für euch auch unterwegs, neue Bücher, die noch gar nicht so auf dem Markt präsent sind, neue Autoren auszugraben. Und ich war mal stille Maus in der Lesung eben gewesen und ich bin vom Wahnsinn getroffen worden. Der Wahnsinn steht hier neben mir, das Covergirl eines neuen Buches auf dem Markt und vor allen Dingen eines Autors, der sich einem Thema gewidmet hat, was gar nicht so alltäglich ist, aber jederzeit treffen kann. Das Thema Stalking ist im Mittelpunkt gerückt bei dir. Ja, ganz genau. Es geht um ein großes, großes Tabuthema in Deutschland. Ich glaube sogar überall auf der Welt ist dieses Thema zu Hause, denn es ist vielleicht sogar so alt wie die Menschheit. Ich habe mir das zum Hauptthema gemacht, weil ich A, selbst betroffen war und B, eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen habe, im Internet eben auch Informationen preisgebe. Und ich beleuchte in meinem Roman sehr intensiv eben, wie diese Geschichte beginnt. Also ich beleuchte die Wurzeln. Wie es beginnt, bis zum Super-GAU erlebt meine Protagonistin in diesem Roman einfach alles. Der pure Wahnsinn, aber sie entkommt dem Ganzen eben. Und ich muss ganz kurz berichtigen, der Roman ist noch nicht auf dem Markt. Es wird erst im Sommer dieses Jahr stattfinden. Wann genau, sieht man auf meiner Homepage später. Und auf Facebook und Instagram darf man mir gerne folgen, selbstverständlich. Aber ja, es ist eine Geschichte, das sage ich ganz ehrlich, die unter die Haut geht. Und Gänsehaut erzeugt und einfach auch intensiv das Thema beleuchtet. Und das war mein Ziel. Ich habe 4 Jahre dran gearbeitet. Das Thema, also Psychopathen gibt es überall auf diesem Planeten. Ich würde aber wirklich sagen, Stalking hat auch was mit Psychopathen zu tun, weil es ist eine krankhafte Eigenschaft, die der Mensch mit sich führt. Das kann man auch nicht durch ein einfaches, vernünftiges Gespräch klären. Aber es sind Prozesse, es entwickelt sich auch. Ja? Und es in einen Roman rein zu verfassen, ist so mal eine Herausforderung, weil du hast dich in die Rolle des Psychopathen hineinversetzt und erzählst es ja, was den Menschen passieren kann. Als Covergirl oder als Protagonistin selber schon mal Erfahrungen damit gemacht. Ich meine, mit Männern sicherlich schon Berührung gehabt, aber das Erlebnis Stalking schon mal kennengelernt? Ja, leider ja auch. Das heißt, die Geschichte ist einerseits zwar Fiktion, es lädt ein, diesen Roman zu lesen und einzutauchen. Auf deiner Seite warnt es aber auch davor, was einem Menschen passieren kann, wenn man eben vielleicht nicht mit 2 wachen Augen durchs Leben geht. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon ein wichtiges Thema, ne? Und wie gesagt, heutzutage beginnt es manchmal schon in der Schule, dass Kinder gemobbt werden. Und es geht dann weiter bis hin wirklich zum Stalking. Und da hat der Ralf wirklich, ich sag mal, ein gutes Thema erwischt, wo man auch viel Aufklärung machen kann. Ne? Wie ist das so, wenn man so eine Geschichte schreibt und sich in diesen Kopf dieser Menschen, was ja wirklich eine krankhafte Ausprägung ist, auch hineinversetzt, wenn man selber kein Stalker ist, schlägt man doch selber auch die Hände über den Kopf zusammen, was es nicht so alles gibt auf der Welt. Ja, also das ist halt gerade das hat hohen Unterhaltungswert. Ja? Man kann sich als Nicht-Betroffener überhaupt nicht vorstellen, was ein Mensch sich alles einfallen lässt und zur Bestie wird mit dieser Energie eines Besessenen und das gesamte Umfeld eben mitzieht. Ja? Und das ist wirklich das Unvorstellbare. Und deshalb, gerade deshalb, ist es ein Tabuthema. Man spricht nicht darüber, man schämt sich dafür. Und genau deshalb möchte ich gerne in der Gesellschaft etwas verändern. Ich möchte eine große, breite Diskussion anstoßen, damit das Thema auch vor den Gesetzen weiter bearbeitet wird. Denn wir haben erst seit 2007 den Nachstellungsparagraphen 238, der die Opfer ein bisschen schützt, aber immer noch viel zu wenig und in der Schweiz gibt es heute noch keinen Schutz. Absolut, du sprichst ein wesentliches Thema an, weil es musste aus der Tabuzone erstmal herausgetreten werden, denn früher musste immer erst etwas passieren, bevor überhaupt gehandelt wurde und viele Leute haben sich nicht getraut, weil sie mit dem Thema nicht nach außen gegangen sind. Ich denke, das Buch ist in zweierlei Weise eine wertvolle Information. Erstens mal, sich mit dem Thema zu beschäftigen und es aber mit Freude wie ein Krimi auch zu lesen, als Roman. Auf der anderen Seite hat man vielleicht in seinem Freundes- und Bekanntenkreis Menschen, die das Thema auch betrifft, wo man sagt, es ist mir nicht fremd, du kannst dich mit mir darüber unterhalten oder ich helfe dir, ich begleite dich auf dem Weg. Weil eins sollte immer sein, wenn ich mit diesem Thema konfrontiert bin, dann kann ich mich nicht davor verstecken, weil derjenige arbeitet hartnäckigst hinter den Kulissen mit aller Energie und aller Macht daran, es für sich zu gewinnen. Und da brauche ich Freunde, da brauche ich Offenheit und ich brauche vor allen Dingen auch den Weg zu den notwendigen Stellen,
Gesetzgeber sind das eine, aber ich sollte auf jeden Fall mit jedem, den ich kenne, der mir vertraut, auch sprechen darüber, damit es eben kein Tabuthema bleibt. Also wir laden ein, das Buch wird im Sommer kommen, vielleicht eine passende Urlaubslektüre, andernfalls, ich glaube, auf jeden Fall für uns ein Volltreffer, es hier auf der Messe gefunden zu haben. Super. War mir eine Freude, bei der Lesung zuzuhören. Also ich habe ja schon ein bisschen mehr mitbekommen als ihr jetzt und ich war ziemlich in den Bann gezogen. Du sagst, auf der Homepage kann ich es mitkriegen, auf Facebook kann ich es mitkriegen, du verlegst dich selbst. Ja, genau. Ich habe 3,5 Jahre lang versucht, mit diesem Thema als unbekannter Autor ja, dann ein Verlag zu suchen, was wirklich in diesem Dschungel sehr, sehr schwierig war. Und ich dachte, mein Gott, muss ich selbst erst in den Dschungel, ins Dschungelcamp, um ein Buch zu verlegen? Ich dachte, das Thema ist zu wertvoll und deshalb habe ich den Weg gewählt, selbst mich zu verlegen. Self-Publishing ist heute möglich und ich brauche nur ein bisschen längeren Atem, aber es funktioniert. Und heute stehe ich voller Stolz hier und sage, 4 Jahre liegen hinter mir und ich bin kurz vor dem Vulkanausbruch quasi und freue mich drauf, diese Geschichte ins rechte Licht zu rücken. Und deswegen, ich werde sofort das Buch auch ins Englische übersetzen nach der Veröffentlichung, weil diese Thematik eben nicht an der Landesgrenze aufhört und ich behalte die Filmrechte. Es wird, glaube ich, noch sehr spannend, was ich alles vorhab. Das heißt, wir werden das Thema weiter begleiten und uns war es eine Freude, euch hier auf der Messe kennengelernt zu haben, beziehungsweise das Thema weiter verfolgen zu dürfen. Thema Verfolgung und Stalking, da ist irgendwas im Hinterkopf gerade. Ja. Wir werden dem Buch Stalking-technisch einfach mal auf der Spur bleiben, ja? Und dann mal schauen, wo die Reise hingeht. Sehr gerne. Viel Erfolg. Dankeschön für den Besuch hier. Dankeschön.